So, guten Morgen und herzlich willkommen. Heute 7. März und es ist Donnerstag. Mal wieder ein Draghi Day. Wir haben ja noch den Rest der Amtszeit von Draghi sozusagen läuft und er könnte und er wird wahrscheinlich der erste Notenbankpräsident in der Geschichte sein, der während seiner ganzen Amtszeit nicht einmal hier die Rates nach oben gezogen hat. Und das heutige Thema, was den Markt bewegen wird und was letztendlich entscheidend wird, ist, wir haben heute Nachmittag die Pressekonferenz und man hatte so ein bisschen von der EZB ja die erste Zinserhöhung in 2019 Sommer erwartet und die Kommunikation wird wahrscheinlich jetzt darauf hinlaufen, dass sich dieser Zeitpunkt verschiebt. Das heißt, dass man eventuell sogar nochmal einige bilanzerweiternde Maßnahmen tätigt. Das heißt, letztendlich frisches Geld in die Märkte reinschleust. Warum ist das so oder warum kann das so sein? Weil die EZB einfach letztes Jahr den Zeitpunkt verpasst hat, als es so einigermaßen lief mit den Konjunkturen, mal so ein bisschen an der Zinsschraube zu drehen. Draghi wollte wahrscheinlich nicht den Fehler seines Vorgängers machen, der, ich glaube, es war 2011 in dem Jahr, die Zinsen anhob, um dann nicht ein halbes Jahr später wieder den Rückwärtsgang einzulegen. Und das ist natürlich nie gut, wenn eine Notenbank hier, wenn sie eine Richtung einschlägt, die sofort wieder drehen muss. Und ich glaube, davor hatte er großen Respekt und von daher, meine persönliche Meinung heute wird sein, wir werden von Draghi wie immer ein Geldsegen und ein Geldregen für die Märkte sehen. Und das hat definitiv positiven Einfluss auf den Bund Future. Der kann und hat die Chance heute mit der Draghi-Rede sozusagen, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil der Märzkontrakt läuft aus. Ich würde jetzt sagen, neue Verlaufshochs bei 167,20 für den Märzkontrakt zu erreichen. Aber wir konzentrieren uns ja jetzt hier auf den Juni-Kontrakt, sicherlich für 50 bis 80 Pips nach oben besteht hier die Chance, sollte Draghi hier nochmal die Geldtresore öffnen. Und ich halte das für das wahrscheinlichste Szenario. Warum halte ich es für wahrscheinlich? Weil wir einfach mittlerweile von der Konjunkturfront Daten haben, die durchaus man sich mit Bauchschmerzen angucken kann. Also Italien definitionsgemäß quasi schon in der Rezession und das heißt zwei Quartale schrumpfendes Wachstum unter Null. Und auch hier in Deutschland mehren sich leider die Zeichen, Rezessionszeichen. Also sieht alles nicht mehr so top aus, wie das noch vor einem halben Jahr ausgesehen hat. Und wir haben es natürlich gesehen, das spiegelte sich nicht nur im Euro wieder, fällt, sondern wir haben es ja im Bund Future gesehen, der einfach seit Oktober, und da gucken wir, wir beginnen heute mit dem Bund Future, schauen wir uns mal kurz den Chart an, was ist hier im Oktober passiert im Bund Future, FGBL, Daily Chart, so, und wir haben seit Oktober hier eine Aufwärtsbewegung gesehen, die war getragen durch die Flucht in die sicheren Anlagen, weil der Aktienmarkt drunter kam. Wir haben in dieser Zeit kontinuierlich sich verschlechternde Wirtschaftsdaten gesehen, was ich hiermit mal symbolisiere, also mit diesem Fall, also Wirtschaftsdaten, sodass auch als der Aktienmarkt dann hier eigentlich zu diesem Zeitpunkt sein Low erreichte, das heißt hier, das war das Low im Aktienmarkt, konnten wir hier eine Fortsetzung dieser Bewegung im Bund Future sehen, weil man eben diese neue Politik antizipiert, das heißt vorwegnimmt. Und das ist auch das Wichtige, die wichtige Nachricht, die wir uns heute merken müssen, denn natürlich beginnen Märkte etwas vorwegzunehmen. Das heißt, mein typisches Setup für so News sind, die Nachricht kommt raus, es kommt zu einer sogenannten finalen Squeeze, also nochmal zum Steigen vom Bund Future. Danach ist die Nachricht aber verarbeitet und dann kommt es häufig in den nächsten Tagen zu Gewinnmitnahmen. Hier dieses große Gap, was ich hier sehe, ist natürlich kein echtes Gap. Das ist der Kontraktwechsel, wird jetzt ein bisschen unglücklich hier auf meinem Chartprogramm dargestellt, aber
Letztendlich, das ist vergleichbar hier mit diesen Kontraktwechseln und auch mit diesen Kontraktwechseln. Letztendlich haben wir immer wieder eins gesehen, dass diese Kontraktwechsel-Gaps, ja, sehen wir hier, geschlossen werden. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist einfach relativ groß, dass wir hier mit dem Bund Future Richtung, jetzt rede ich wirklich vom Juni-Kontrakt, Richtung 165, 165, 20 laufen können, also in den nächsten Tagen. Da allerdings erwarte ich dann die nächsten größeren Widerstände. Also, wie sieht's aus? Schauen wir uns den Bund Future nochmal jetzt im Einzelbild an. Und dann werden wir sehen, ja, die Nachrichtenlage unterstützt letztendlich das Bild, was wir haben. So, hier, das ist Stundenchart mal. So, und wir sehen, dass wir hier den Markt mittlerweile schon wieder in einem klaren, schönen Sequenz, Aufwärtssequenz haben. Das heißt, der Sequenzstart war hier, der ist auch vollkommen intakt. Hier gab es nochmal die Kaufgelegenheiten. Jetzt hier heute Morgen Rücksätze auf das letzte Sequenzhoch. Ebenfalls wieder Kaufgelegenheiten, ja, und die Fortsetzung der Bewegung ist einfach das Wahrscheinlichste. Und damit sehen wir weiter sinkende Zinsen. Sinkende Zinsen dürften Bund Future, also oder das ist dann das Argument auch für den steigenden Bund Future. Wir haben es also technisch gesehen, wir haben es fundamental und wir haben es auch psychologisch. Also wir haben genug Argumente auf der Seite, hier auf diese Bewegung zu setzen. Also es sind mir schon fast zu viel, weil die Bewegung so klar ist. Aber im Moment spricht wirklich nichts dafür, auf den Gegentrend zu setzen. Also okay, soweit erstmal zu dem Bund Future. Ich gehe jetzt mal direkt, weil wir jetzt heute sozusagen umgekehrte Reihenfolge in unserer Analyse, ich gehe jetzt mal direkt auf den Euro, weil der natürlich auch entsprechend reagieren wird. Und wir haben im Euro ja diese große Seitwärtsrange. Und heute wäre tatsächlich die Chance, diese Seitwärtsrange zu verlassen nach unten. Voraussetzung dafür wären klare Aussagen der EZB, dass sie ihr langfristiges Ausrichtung weiterhin ja, mit einer lockeren, sehr lockeren Geldpolitik plant. Und das würde eben bedeuten, wir haben hier in Europa Nullzinsen, wir haben in den USA 2-3%. Das heißt, wir haben einen positiven Zinsspread für die USA. Das Geld würde in die USA gehen, weil es dort die höhere Anlage hat. Das heißt, Euro, US-Dollar würde nachgefragt werden, Euro würde verkauft werden und das gibt eben die Chance, hier rauszukommen. Noch ist es aber nicht so weit. Also, wir gucken uns jetzt mal gerade an, wie sieht es jetzt hier technisch aus? Auch hier haben wir technisch gesehen auf dem Stundenchart das Tief hier zähle ich mal noch nicht mit, weil es noch nicht signifikant ist. Technisch gesehen auf dem Stundenchart auch wieder ein Abwärtstrend. Auf dem Daily Chart sowieso, also auf dem ganz großen hier. Wir haben nur eben das Problem, dass der Markt im Moment sich in einem Gleichgewicht befindet, also in einer Seitwärtsrange. Aber ihr seht hier eben das untere Ende. Das ist massive Unterstützung. Da haben wir immer wieder Käufe von dem Level gesehen. Aber je häufiger ein Level getestet wird, umso mehr kommt es dann auch in Gefahr. Und ja, es besteht zumindest die Chance hier heute mit den entsprechenden Draghi-Kommentaren, dass wir hier nach unten rausgehen können. Und wenn wir nach unten rausgehen, das habe ich schon mehrere Male angedeutet, dann erwarten wir persönlich eine größere Bewegung, weil häufig ist es so, wenn ein Gleichgewicht verlassen wird, geht der Markt dann zu dem nächsten Gleichgewicht, was dann entsprechend tiefer liegt. Und das war hier das erste Gleichgewicht. Und das nächste tiefer liegende Gleichgewicht finden wir hier so um die 1,10 bis 1,57. Das hängt dann so ein bisschen auch von der, ja, was die EZB genau sagt und was die Amerikaner natürlich auch machen ab. Aber also die Chance ist da. Und wir führen hier im Moment normales Sequenztrading machen. Das heißt, hier Rücklauf an dieses Hoch und an diese Tiefs, während hier nochmal Einstiegsgelegenheiten, auch vor den News. Man sollte vor den News nicht zu viel Angst haben, denn gerade häufig sind solche Nachrichten ja trendbestätigende Nachrichten. Also das wäre hier entsprechend Nummer 1 der Fall. Und wenn man dann eben, wenn die News enttäuschend sein sollen, also wenn Draghi nicht das
liefert, was der Markt entsprechend erwartet, ja, dann wird man eben ausgestoppt, nicht weiter schlimm. Nur wenn die News für einen sind, und da hat man eben diese asymmetrische Verteilung, also wenn die News schlecht für uns wären, also gut für den Euro, würden wir ausgestoppt, aber auf der Gewinnseite ist ein sehr, sehr großes Potenzial da und das sollte man eben entsprechend nutzen. Also Trend Euro ist klar, Idee Euro ist auch klar, Trend Bund ist auch klar. Jetzt, wie gehen die Aktienmärkte mit der Situation um? Und wir haben natürlich heute Morgen jetzt erstmal den DAX im Zuge eines schwächeren US-Marktes auch schwächer. Das heißt, wir sehen den DAX hier runterkommen. Das ist aber für uns jetzt erstmal gar nicht so die große Neuigkeit, denn wenn ihr euch an unseren gestrigen Marktkommentar erinnert, haben wir gesagt, gestern, dass an dem gestrigen Tage heute oder morgen ein zyklisches Tief im DAX zu erwarten ist, also dass der Markt unterwegs ist. Dieses zyklische Tief, da bewegen wir uns gerade drauf hin. Wir haben auch darauf hingewiesen, hier über die Tops, wenn der Markt über die Tops geht, dass dann der Trend bestätigt wird. Das ist ihm gestern nicht gelungen, er ist zwar über diese Tops hier gegangen, aber weder preislich noch zeitlich signifikant. Also das ging ganz schnell und da seht ihr auch immer den Grund, warum wir drauf warten, auf Rücksetzer. Ja, weil dadurch kann man entscheiden, ist ein, also wenn wir hier sagen, okay, Sequenz geht jetzt hier weiter, dann kann man aber hier entscheiden, naja, wir waren jetzt mal gerade ein paar Minuten überhalb dieser Tops, sind sofort wieder runtergefallen. Und in dem Fall stufen wir das weder als zeitlich noch preislich signifikant ein. Und das gibt dann eben Vorteil, dass man diese ganzen Fehlausbrüche vermeidet. Weil viele Leute versuchen ja Ausbruchstrading zu machen. Das heißt, sie versuchen dann in dieser Situation, neues Hoch hier, sich einstocken zu lassen. Das ist nicht der Ansatz, den wir verfolgen. Und wir können dadurch eben viele von diesen Fehldingern ausschließen. Okay. Ja, also wie sieht es jetzt aus, DAX? Also DAX ist im Moment, im großen Bild, gucken wir es uns an, ist irgendwas passiert? Also das sind die wichtigen Hochs und Tiefs. Ich könnte jetzt hier noch ein paar mehr einmalen. So, und dann gucken wir, jetzt haben wir hier ein Tief, da haben wir ein Hoch, da haben wir ein Tief. So, und hier haben wir ein Hoch. Und ja, wir machen hier, bewegen uns gerade aufs tiefere Tief. Das heißt, Achtung, was passiert hier mit diesem Trend? Jetzt aber zwei Sachen. Das wichtige Tief, das letzte Verlaufstief aus dieser Sequenz, die wir hier betrachten, liegt hier unten. Das heißt, solange das nicht unterschritten wird, haben wir zwar einen kleinen Sequenzwechsel eventuell auf dem, der Sache, aber das würde noch nicht den ganz großen Trend in Frage stellen. Punkt 2. Ich habe gestern auf die Harmonie der Bewegung hingewiesen. Es sieht ganz so aus, als ob es einfach eine große ABC ist. Und eine große ABC laufen mich hier entweder bis zu dieser symbolisierten Trendlinie 1475 oder eben bis zu diesem Tief hier 1400. Aber das passt eben alles in den Bereich des Verlaufstiefs. Machen wir uns dafür keine Sorgen. Wenn Draghi Geld verspricht, dann sollte der Markt positiv darauf reagieren. Ausnahme, und das muss ich jetzt dazu sagen, der Konjunkturausblick der EZB wird so düster sein, dass man denkt, oh Scheiße, was ist denn da los? Und dann kommt der Markt natürlich weiter unter Druck. Aber ansonsten ist eigentlich eine gute Situation für den Markt hier oder die guten Kauflevels liegen hier unten. Da würde ich immer noch im Moment, hier wo die rote Linie ist, den DAX eher auf der Kaufseite sehen. Hier im Moment, wo wir sind, neutral. Das heißt, das ist jetzt auch nicht, wo man jetzt sich riesig engagieren muss. Und die aggressiven Käufe, die, wer hier aggressiv agiert, der kauft hier. Das ist 1475 bis 11.505. So, letzte Markt ist dann der S&P und der Kandidat, sehen wir, hat hier dieses Tiefe unterschritten. Wir haben gesagt, das ist dann noch kein Sequenzwechsel, aber das ist ein weiteres Warnsignal, dass wir eventuell hier dieses Top da oben gesehen haben. Ich habe mir heute Morgen das sogenannte AAII-Sentiment angeschaut. Das heißt, das sind die Stimmungsindikatoren am US-Markt. Und wir können uns das mal angucken heute, es kommt immer donnerstags. Und wenn wir beim AAII hinschauen, dann sehen wir, hey, nur noch 20% Bären. Ja, das ist schon sehr, sehr wenig. Wir waren bei den letzten Tops so irgendwo bei 17%. Also das sind schon wirklich, wenn wir hier das historische Durchschnitt sehen von 30%, schon, ist schon ein guter Optimismus. Wir sehen,
über 41% Bullen. Ja, in den Top-Phasen hatten wir 47 bis 50, mal sogar Richtung 60%. Aber wir sind auch hier für den Markt bullisch. Und das heißt, ja, das ist in zumindest mal ein Sentiment-Gemisch, was den Markt anfällig macht. Ich würde noch nicht sagen, dass es übertrieben ist. Also das definitiv nicht der Fall, aber es macht den Markt anfällig. Und da kommen wir eben auch genau dazu, was wir jetzt besprechen wollen. Und dafür mache ich jetzt mal den Dow Jones, weil wir das auf dem Dow Jones etwas besser sehen. Wir haben hier eben diese wunderbare Aufwärtsbewegung. Ja, wirklich saubere Sequenz, die von Weihnachten an läuft. Ja, vollkommen intakt. Und da gab es auch nie, nicht ein einziges Mal, eine Gegensequenz. Also wo wir nach unserem Regelwerk sagen würden, hey, okay, hier müsste man jetzt short gehen. Aber, und darauf wollte ich jetzt hinaus, wir gucken uns jetzt hier den letzten Bereich an. Und wir sehen hier, ein deutliches Tief. Hier kann man ein Tief machen, hier ein Hoch, aber ich würde mir lieber, da das hier prägnanter und deutlicher ist, dieses Tief hier nehmen. Wir sehen ein deutliches Hoch und wir sehen ein weiteres deutliches Tief. So, und jetzt wichtig, das ist der Dow Jones mit seiner normalen Session. Und wenn wir heute Morgen, also heute Nachmittag dann in unserer Zeit, 25.600 schwächer reinkommen und das auch signifikant bleibt, ne? Ihr müsst immer an diese Signifikanz denken, die ich euch auch gerade nochmal im DAX erklärt habe, dann hat hier seit Weihnachten ein Sequenzwechsel stattgefunden. Und das wäre ein nicht zu unterschätzendes Signal. Ja, denn ich habe das in meinem gestrigen Kommentar ja bereits erwähnt, der Markt hat alle seine Minimumkursziele nach oben erreicht. Also das waren diese Tops hier, die haben wir im S&P erreicht, die haben wir im Dow Jones erreicht. Die sind also alle erreicht worden. Und wir haben gesagt, naja, wenn wir uns den Zinsspread angucken, 10- bis 2-Jährige, wer es nicht gehört hat, schaut sich meinen Marktkommentar von gestern nochmal an. Da laufen wir auf Mega-Rezessionszeichen auch für die USA hin, wenn auch nicht in 2019, sondern Richtung 2020. Und ich hatte das gesagt, auch dass dieser Deal mit China, erstens haben wir den Deal noch nicht und zweitens ist ein Deal mit China zum großen Teil eingepreist in den Märkten. Und wenn wir jetzt hier technisch sehen, dass der Markt dreht, dann sollten wir sofort auf diese Signale reagieren. Denn dieses Hoch hier hat nicht ein neues Top gemacht und damit ist es nicht nach der offiziellen Definition. Die offizielle Definition, da sind wir aus dem Bärmarkt schon wieder raus, weil wir uns vom Tief hier prozentual weit genug wegbewegt haben. Aber nach meiner Definition haben wir dieses Top hier. Wir haben hier unten ein Tief. Und solange wir hier dieses Top nicht überschreiten, kann das Ganze eben hier eine sogenannte B-Welle sein und vor uns eben noch so eine C-Welle liegen, die den Markt sehr scharf und brutal nach unten bringt. Klar, da müsste eine Menge Enttäuschung sein, da müsste eine Menge passieren. Die Wirtschaftsdaten müssten nach unten rauschen, China-Deal müsste eventuell platzen oder sich irgendwelche anderen Konflikte verschärfen. Aber das ist alles gar nicht so weit von der hergeholt, denn die Wirtschaftsdaten in den USA, das haben wir auch gestern wieder gesehen, sind nicht mehr, auch nicht mehr so rosig. Und das heißt, auch hier ziehen düstere Wolken auf. Deswegen, und jetzt kommen wir wieder zurück zum S&P. Deswegen, wir haben die Chance, dass wir im Dow Jones einen Sequenzwechsel, im S&P ist das noch nicht der Fall, im S&P hier eine vielleicht größere ABC nach unten sehen, whatever, aber wir haben die Chance, dass der Markt hier beginnt zu drehen und wir sollten deshalb die Aggressivität auf der Long-Seite rausnehmen. Das heißt, gestern hatten wir nochmal probiert, haben wir aber nicht bekommen, hier im Take-Off-Room den Markt zu kaufen, haben dann auch rechtzeitig das Limit rausgenommen und jetzt nehme ich hier die Aggressivität raus, weil ich sag mal, selbst wenn das hier eine große ABC ist und wir weiter nach oben gehen, dann sollte zumindest mal das Korrekturziel hier um die 27,50 erreicht werden. Auch hier wieder die Frage natürlich, warum? Gucken wir es uns gerade an. Wir nehmen hier, das war die erste Abwärtsbewegung. So, und wir gucken uns jetzt hier an. Wir sehen, wenn wir dieses typische Verhältnis A gleich C, das war das A, das war dann das B und das C.
Das typische Verhältnis, das würde eben hier die Kaufgelegenheiten generieren. Ja, untypisch wäre, wir würden heute Morgen hier 65, also hier auf diesem C gleich nur 0,618 mal von der A und von da nach oben gehen. Möglich ist das alles, aber wir arbeiten ja eben mit Wahrscheinlichkeiten und von den Wahrscheinlichkeiten her würde ich, und das wäre dann eben die Idee, frühestens da wieder auf den S&P zuschlagen, also da bei dem Level, das aggressive Level, also jetzt erstmal ruhen lassen. Ja, und natürlich im Hinterkopf genau schauen, was macht denn da Dow Jones? Hat der vielleicht schon sein Signal gemacht? Jetzt fragen mich abschließend, wo wir jetzt hier, ich weiß heute schon sehr lang, Marktkommentar, aber es ist eben auch ein bisschen was zu erzählen im Moment. Jetzt fragen wir uns abschließend, ja, wie soll denn das gehen? DAX eventuell nochmal nach oben, also kaufen, S&P vielleicht schon nach unten. Ihr müsst immer bedenken, der DAX, diese Aufwärtsbewegung, die kann A, sehr schnell gehen und B, haben wir hier eben die Situation, dass wir eine Zentralbank haben, die eventuell einfach Impulse heute setzt, die für den DAX gut sind, die für den US-Markt aber ja nicht mehr als für eine technische Reaktion reichen. Von daher, die Kursziele oben im DAX 11.750 bis 11.950 haben wir noch nicht ganz vom Tisch. Das würden wir auch erst beim deutlichen Sequenzwechsel tun. Im Moment hatte ich euch eben die Kauflevel für den DAX gesehen, gegeben. Ja, und S&P gucken wir jetzt mal. Also ich würde da definitiv nur die defensiven Level machen. Also, wird ein spannender Tag heute. Schaut euch, wenn ihr Draghi live sehen wollt, könnt ihr bei Google EZB Livestream eingeben. Dann findet ihr den Link, wo ihr der Konferenz live zuschauen könnt. Finde ich immer sehr, sehr interessant. Gibt es übrigens auch dann simultan gedolmetscht, wenn einer jetzt kein Englisch, das nicht in Englisch hören möchte, sondern gibt es eben auch in Deutsch, Französisch oder natürlich auch Italienisch. Ja, schaut es euch an, ist auf jeden Fall spannend und wir erwarten Bewegung. Und abschließend nochmal, obwohl wir hier Bewegung erwarten, ist es wahrscheinlich bis zur Sitzung, und das ist dann auch typisch, bis zur Sitzung eher mau in den Märkten, ja, weil natürlich keiner sich richtig vorher noch positionieren will. Von daher, ich wünsche euch gute Trades, wir hören uns morgen wieder und diejenigen, die noch Bock heute Nachmittag auf ein Webinar haben, kostenfreies Webinar, ich mache für den Börsentag München, ihr findet es auf meinem Facebook-Profil, mache ich ein Webinar, Gewinn ohne Risiko, oder ich habe es anders formuliert, ohne Risiko kein Gewinn. Ist sehr interessant, solltet ihr euch, wenn ihr Zeit habt, auf jeden Fall anschauen. Und ja, dazu lade ich euch noch ganz herzlich ein. Bis dann, bye bye, euer Birger.